Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zum Drachensamen am Fluss der Zeit, den Spezialfolgen. Ja, wir sind zum dritten Mal in Tishiana oder in dem Pseudo-Tishiana und die Tür ist zu. Wir sollten ja Odina zu ihrem Vater bringen. Hallo? Das sieht nicht gut aus. Ah, Tochter des Verräters, zusammen mit unseren heimtückischen Zumoran. Vater? Vater! Nein, er ist tot! Warum habt ihr das getan? Ihr seid die Amanschar der Palastgarde! Die bin ich. Und euer Vater war der Hüter des Wissens, verpflichtet, das Erbe Tishianas zu bewahren. Er wollte den Zumoran die Palastchroniken zugänglich machen, um ihnen im Kampf gegen Tarkat zu helfen. Seinen Tod hat er ganz allein verschuldet. Verrat? Mein Vater ist stets ein gütiger und ehrbarer Mann gewesen, der sich nur selten in Dinge einmischte. Weshalb sollte er sich plötzlich eurem Kampf gegen Tarkat anschließen? Velvarien hatte euren Vater mit einem Zauber belegt, welcher verborgene Erinnerungen im Geist eures Vaters auf ein magisches Wort her zurückkehren ließ. Dieses bewog ihn, sich unserer Sache anzuschließen. Das ist die Wahrheit. Das magische Wort, welches die Erinnerungen freisetzte, lautet Saidaba. Es muss noch mehr Verstände, die noch einmal jetzt geben, den Geist durch dieses magische Wort befreit wird. Eine hohe Ehre, von Velvarien auserwählt zu sein, auch wenn dies anscheinend im Geheimen geschah. Ehrenwert Amanschar, was habt ihr? Hat dieses Wort auch in eurem Geist etwas bewirkt? Ruhe, närrisches Kind, ich... Meine Treue gilt Amantir Tarkat. Er ist jetzt unser Beschützer, nicht eine vergessene Magie eines toten Hochkönigs, die sich diese Sumura zunutze machen wollen. Der Hochkönig ist nicht tot. Hochkönig Velvarien ist nicht tot, fragt Filias, und er stand ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Tarkat ist... Nein, das ist er nicht. Allein der Hochkönig hat Anrecht auf eure Loyalität. Velvarien lebt. Sagt euch von Tarkat los. Mirtana, es sind Lügner und Verräter. Wir sollten sie alle töten, wie unsere Befehle es verlangen. Oh ja, überreden. Hört auf Filias und erinnert euch euren Eid, Mirtana. Erinnert euch an das Wort. Sedaba, Feya Salaza. Ich erinnere mich. Hochkönig Velvarien. Der Schleier fällt von mir ab. Ihr seid Velvariens Streiter. Die Prinzessin. Wir müssen sie befreien. Amanschar Nirtana, hiermit habt ihr euch des Verrats an Amantir Tarkat schuldig gemacht. Ihr kennt seine Befehle. Sterbt! Wie könnt ihr es wagen, eure Amanschar zu drohen? Nun gut, ihr habt es so gewollt. Für Hochkönig Velvarien. Okay. Wir haben jetzt Palastwachen gegen uns. Okay. Die uns übel mitspielen wollen. Also spielen wir ihn auch mal übel mit. Achtung! Vorgrim haut den mal um. Obwohl, das hat sich schon erledigt. Also die sind nicht mal annähernd so stark wie Hordekrieger, muss ich ehrlich sagen. Aber es sind viele. Vorgrim, hilf mir mal. Genau, leg dich mal schlafen. Ja. Du Ja. War ihr? Die da umhauen. Und den da umhauen. Ja. Hey, schnell erledigt. Und jetzt hilf mal damit. Ah, Fogrim ist auch schon zur Stelle. Haben die was Interessantes bei sich? Einbären. Noch mehr Einbären. Merkwürdige Steine. Und Lederbänder. Noch mehr Einbären. Ja, ich sammle mitten im Kampf Einbären von Gefallenen. Ist ja nicht so, als ob wir hier Probleme hätten. So, noch mehr Einbären und Fussel. Die brauchen wir nicht unbedingt. So,
Und das war der letzte. Wir waren siegreich. Die Götter haben gesprochen. Ich danke euch, Sumora, dass ich auf eurer Seite kämpfen durfte. Na, wir danken, dass ihr uns unterstützt habt. Fehler kann ich nicht wieder gut machen. Doch ich kann euch helfen, den Verräter zu bezwingen und seinen Plan zu Fall zu bringen. So ergebe ich mich in mein Schicksal. Seldava, Fea Salaza. Ich begreife nun, dass ich ein Geschöpf bin. Finvariens Geschöpf. Geschaffen mit dem Stein der Weltenmutter, werde ich wieder zur reinen Kraft des Ursprungs. Ich empfange die Kraft der Erdenmutter. Sie hat die Macht, die Tage als Sieger zu brechen. Sie ist fort. Doch ihr seid nun erfüllt von ihrer Kraft. Ich wünschte, ich könnte ihr den Tod meines Vaters verzeihen. Sie sagte, diese Urkraft habe die Macht, Tarkats Siege zu brechen. Das Wissen aus meiner Zeit als Finvarien verrät mir, dass dies noch nicht reichen wird. Aber wo finden wir noch einen von Finvariens verzauberten Dienern? Ich weiß, dass Biondrala und ihre Schüler im Nurti-Schrein waren, als die namenlose Horde Teile des Palastes überrannte. Vielleicht ist sie noch dort. Ja, das sollten wir tun. Wartet! Sie haben sich dort drinnen eingeschlossen. Ohne Schlüssel werdet ihr nicht zu ihnen vordringen können. Mein Vater besitzt einen Schlüssel für den Schrein. Ihr dürft ihn behalten. Immerhin habt ihr euch um diesen Ort gekümmert, als kein anderer sich darum kümmern wollte. Na, eines noch. Vielleicht kann ich euch helfen, sollte es zum Kampf mit Tarkat kommen. Wir können alle Hilfe gebrauchen, die wir kriegen. Mein Vater war dabei, seine Aufzeichnungen zur Geschichte dieses Ortes zusammenzutragen. Wenn Tarkat Schwächen haben sollte, dann finden wir sie in diesen Aufzeichnungen. Es wird allerdings eine Weile in Anspruch nehmen, bis wir alles Wissen zusammengetragen haben. Das ist mir recht. Solange etwas wird der Katz Schwächen herausfinden, wenn es denn welche gibt. Jedes Wesen hat Schwächen, glaube ich. Nun, bringt mir zunächst die erste Rolle mit den Aufzeichnungen meines Vaters. Die liegt im oberen Archiv. Ah, das machen wir doch. Und ich sehe da hinten eine funkelnde Truhe. Die schaue ich mir zuerst an. Einfache Verbände, ein Handspiegel und etwas Parfüm. Naja, nichts Besonderes, aber besser als gar nichts. Ja, nehmen wir der noch die Einbären ab. Und da müssen wir da oben hin und die Schriftrolle holen. Ach, hier steht auch immer noch ein Händler rum. Die restliche Truppe sollte auch mal kommen. Ah, da liegt die Schriftrolle, ja. Wow. Sporenbomben. Finvarien. Ist sie kaputt gegangen? Nein. Also doch, ja, sie ist kaputt gegangen, aber nicht rechtzeitig genug. Ja, mir nach. Aber das sind zum Glück nur ein paar Hordekrieger. Angriff! Was? Weiß Waffen. Und ein Horde-Bogenschütze, das ist also nicht so wild. Genau, Fogrim hat schon mal einen erledigt. Ich wäre froh, wenn du den erledigst, der auf mich losgeht. So, zweiter Horde-Krieger weg. Noch einer weg. Können wir uns noch um den Horde-Schützen kümmern. So, sterbt endlich. Genau. Sehr gut. Wenn ich schon mal hier bin, das ist ein Alchemitisch. Ich sollte gucken, ob ich Einbeersäfte machen kann. Ja, 7 Stück. Ja, suche den Nurti-Schrein auf, finde die Schriftrollen. Okay, das ist eine zweite zusätzliche Quest, aber die mache ich einfach mal. Die latscht hier einfach so rum, als ob nichts wäre. Überall schreien sie. Ja, hier. Lasst mal sehen.
Auszug aus den Aufzeichnungen meines Vaters. Er erzählt von der Weigerung Prinzessin Amariels, das vom namenlosen bedrohte Tishiana ohne ihren Vater zu verlassen. Aus Sorge um sie erschuf er ein Affe Tishianas, eine Globulenwelt, in der sich der Tag seines Aufbruchs in die letzte Schlacht stets wiederholt. Es war die Idee des unglücklichen, die Prinzessin verliebten Takat, sie dort zusammen mit dem Sternenstein in seiner Ordnung zu lassen. Fernab vom bedrohten echten Tishiana würde sie mit Vergessensmagie der Wahrnehmung gebraucht, dass sie immer denselben Tag durchlebt, so der Rückkehr ihres Vaters habe. Bitte bringt mir die nächste Schriftrolle aus dem Regal an der Westseite. Okay, also alles ganz komisch. Gut, nächste Schriftrolle, die ist hier drüben. Ah ja. Ne, die liegt da. Vorgrim fackelt sich gleich ab. Au. Wieder eine Sporenbombe. Ja. Du hast gehört. Okay, diesmal haben wir es geschafft, eine Sporenbombe zu zerstören. Und in der zweiten war ein Horde-Mutant. Die eher harmlos sind. Weil Vorgrim sie teilweise schon gewonnen-hittet hat, die Viecher. So. Hallo. Nun, habt ihr die Schriftrolle? Ja, hier ist die zweite. Diese Angriffe sind beunruhigend. Gut, dass ihr die Schriftrolle sicher zu mir bringen konntet. Doch was niemand ahnt, waren die finsteren Pläne, die Takats unerwiderte Liebe in seinem Herzen reifen ließen. Er hatte beschlossen, einen letzten Versuch zu wagen, das Herz Prinzessin Amariels für sich zu gewinnen. Doch sollte dies ein finsterer, ein ruchloser Plan sein. Ein Plan, der sich mit der Belagerung Tishianas durch das Namenlose verdichtete. Er würde einen Pakt mit dem Namenlosen selbst schließen. Ein einfacher Tausch sollte es sein. Den Sternenstein, der Legende nach von der Weltenmutter an Hochelfen gegeben und seither Objekt der Begierde des Namenlosen gegen die Liebe Amariels. Sobald er mit Prinzessin und Sternenstein in der Hochkönigspalast Globule eingeschlossen wäre, würde er diese mit Hilfe der magischen Kräfte des Sternensteins in das Reich des Namenlosen entrücken und so den Tausch besiegen. Bitte bringt mir die nächste Schriftrolle von der Nordseite. Dort finden wir Vaters Aufbruch. Okay, nächste Schriftrolle. Die scheint da hinten irgendwo zu liegen. Das klingt schon mal ungut, wenn der ein mächtiges Elfenartefakt an den Namenlosen übergeben will. Den Feind allen Lebens. Wow. Okay. Ja? Ha! Eine große Sporenbombe. Ja. Angriff! Die muss schnell sterben. Und ist sie nicht. Okay, es sind zwei Hordenkrieger. Ein Hordeanführer. Alle auf den Hordeanführer. Na? Ja! Du Okay, er ist schon mal verletzt. Was? Achtung! Feiere ist ein gezielter Schuss, bitte. Noch ein gezielter Stich und dann ist er weg. So. Wir sollten erst den Dicken wegmachen. Gezielter Stich. Hammerschlag. Meisterschuss und ein Kugelblitz. Au. So, Ogre ist tot. Gott sei Dank. Geht das so einfach? Vorgrim, hau mal den um. Du kannst ruhig auch mithelfen, aber du hast mal wieder keine Munition mehr, hä? Ja, dann nimm mal frische Munition.
So,